Ich habe heute die Ehre, dass ich euch eine ganz besondere Maschine vorstellen werde. Nämlich ein DJ Icarus, in der Form sogar ein spezieller Feuerwehr- bzw. Einsatzkräfteausflug. Als allererstes schauen wir uns aber mal an, was zeichnet die DJ Icarus Baureihe aus. Die DJ Icarus gibt es in drei Modelle. Icarus steht für die Maschinenserie, viel Hubkraft, viel Hubhöhe, aber trotzdem wendig und richtig viel Power. Und beste Preis-Leistung, lohnt sich zum Vergleichen. Die Maschine, die wir da haben, die kriegt die Feuerwehr Tastorf. Das ist jetzt ein 4517, das heißt 4,5 Tonnen Hubkraft, 17 Meter Hubhöhe. Es gibt eine Nummer kleiner, den 4014, also 4 Tonnen Hubkraft, 14 Meter, oder auch den 6018, 6 Tonnen Hubkraft, 18 Meter. Für was muss ich entscheiden, bleibt immer dem Kunden je nach Einsatz überlassen. Die meistverkaufte Variante ist der 4517. Warum ist er das? Wie ich schon gesagt habe, da haben wir die beste Preis-Leistung. Der Lader hebt 4,5 Tonnen, 17 Meter, läuft 40 km/h. Was auch wichtig ist, sei es jetzt bei der Feuerwehr im Einsatzfall, als auch in der Landwirtschaft. Ich bin heute im 0,nix, zack, auf der Baustelle, wo ich werke, oder fahre da hin, wo wir hin müssen. Und habe am Lader alles, wo es auch kleinere, größere Lader drauf haben. Da bleibt eigentlich nichts vorenthalten, sondern ich habe eine komplette Maschine, die für jeden Einsatz geschaffen ist. Was haben wir da jetzt eigentlich drauf? Der 4517, wie er normal jetzt ist, zuerst vielleicht einmal ohne Feuerwehrpaket, hat eigentlich alle Serie, was wir brauchen. Wir haben eine Differentialsperre in beide Achsen, wir haben eine Standard-Michelin-Bereifung drauf, die 470 auf 24 Zoll, wir haben die Hydraulikanschlüsse vorne drauf, wir haben einen Werkzeugschnellwechsler drauf, den gibt es hydraulisch oder mechanisch, wie man es haben möchte. Dann haben wir in dem Fall auch die Möglichkeit für einen Arbeitskorb, das geht beim normalen als auch bei der Feuerwehrausführung. Eine Besonderheit bei dem Arbeitskorb ist das, der Arbeitskorb ist bei uns hydraulisch teleskopierbar, den kann ich von 2,40 Meter hydraulisch auf 4,20 Meter auseinander teleskopieren. Das heißt, auch wenn ich jetzt oben irgendwo in die Bäume werke, ich muss durch, so, wir fahren schmal durch die Baumkrone und oben kann mich dann auseinanderkloppen bzw. auseinanderschieben, wie wir es brauchen. Und ich muss eben nicht kloppen oder oben irgendwie gefährliche Aktionen durchführen, dass der Korb breiter wird. Das geht hydraulisch, fährt der Zaum auseinander und kann ich alles von meiner Korbsteuerung bedienen. So wie ich teleskopieren kann der Korb auch hydraulisch drehen. Das heißt, ich kann den Korb 90 Grad nach rechts, gerade 90 Grad nach links, also komplett 180 Grad Schwenkbereich schwenken, wie ich es brauche. Wenn ich jetzt am Dach was arbeite und den kurzfristig als Absturzsicherung nehme, wenn ich wo auf muss und ich muss eine Wand weißeln, dass ich wirklich genau auf der Baustelle so bin, wie ich es brauche, macht mir die Maschine möglich. Der Lader hat dann zwei Abstützfüße, die muss man nicht nehmen. Also wir können mit dem Lader ganz normale Teleskoplader-Arbeit machen, ohne dass die Stützen unten sind. Wenn wir allerdings die Stützen nach unten klappen, brutal von der Hubkraft. Gell? Muss man sich vorstellen, nur ein kleiner Vergleich. So wie jetzt die Stützen unten sind, wenn ich mit der Palettengabe aufhebe und ich habe ein Gewicht, einen halben Meter auf der Palettengabe draußen, auf 17 Meter Hubhöhe hebt der Lader nur komplett problemlos 2,2 Tonnen. Ganz normale Traglast, was ich da unten herumstapeln kann, nur rein dank der Abstützung. Wenn ich nicht so viel Gewicht brauche, lassen wir die Stützen einzogen, kann man so auch arbeiten. Der Lader hat ja eine permanente Lastüberwachung, das heißt, mir kann es nicht passieren, dass den hinten aushebt oder irgendwas passiert. Der Lader schaut immer, dass die Lastüberwachung eingehalten wird, somit kann es keine Fehlbedienung geben und ihr seid sicher auf der Baustelle unterwegs. Wenn wir aber mal ein bisschen mehr Schmackes brauchen, kein Problem, Stützen runter. Ich zeige euch gleich, wie einfach das bedient ist und dann habt ihr ja volle Power. Einmal kurz zum Arbeitskorb, wie er da drauf ist. Wenn ihr halt mit so einem Korb arbeitet, das ist eigentlich Industrie, Dachdecker, auch in der Landwirtschaft, in alle Bereiche haben wir eigentlich mittlerweile die Körbe laufen. Die Körbe, wie man es da sagt, sind zugelassen, das heißt keine irgendwelchen Nachrüstlösungen, sondern das kommt wirklich original von DJ und ist genauso, wie es uns erlaubt. Aufsteigen, einfach einmal in den Korb reinspaziert, dann sieht man da jetzt schön unsere Korbsteuerung. Wenn ich mit dem Arbeitskorb arbeite, gibt es einem die einfachsten Sachen, nämlich einmal aufheben, niederlassen. Steuern tun wir das immer mit dem Joystick, auf, nieder.
Wenn ich Teleskoparm aus einschieben möchte, machen wir da, dann schiebt der Arm aus oder schiebt der Arm ein. Mit dem kann ich meinen Korb auseinander teleskopieren und eben den Korb links oder rechts schwenken, wo wir hin möchten. Das war's. So einfach ist es von der Bedienung. Das Wichtigste, der Lader hat eine automatische Geräteerkennung. Das heißt, wenn ich von der Palettenkurve rausfahre, fahre in meinen Arbeitskorb rein, weiß der Lader sofort, jawohl, Arbeitskorb ist dran, ich stecke kurz meinen Korb mit den Anschlüssen an und dann ist automatisch das Traglastdiagramm vom Lader so umgestellt, dass der weiß, jawohl, mein Korb ist drauf, so weit dürfen wir, so weit raufheben, so viel Gewicht haben wir und die ganze Steuerung ist feinfühligst eingestellt, dass du mit dem Korb perfekt fahren kannst und auch in 17 Meter oben nur feinfühligst unterwegs bist, ohne dass man sich fürchten muss, weil da irgendwas passiert. Also das Feinste von der Korbbedienung, was es gibt. Und auch eben ein Korb, der sich auszieht. Also das sind die Körbe, wie man es eigentlich von den Rotorteleskopen oder bei uns auch kennt. Genau die haben eben wir schon auf der Icarus-Baureihe drauf. Und wenn ich wem den Tipp geben kann, wenn es irgendwie geht, haut euch den Korb auf, weil das ist das Feinste, was ihr euch machen könnt. Wenn man jetzt in der Feuerwehrausführung hat, wie man es da sieht, dann ist es natürlich ein bisschen anders aufbereitet. Da haben wir dann jetzt sämtliche Zusatzscheinwerfer, also LED-Scheinwerfer nach unten, LED-Scheinwerfer nach vorne, haben dann auch die Straßenaußenbeleuchtung mit draufgesetzt auf dem Korb. Wir haben da hier oben unser Löschwerkzeug mitsamt der Verschlauchung auf dem Teleskoplader, also wir können mit dem Korb, mit der Maschine auf 17 Meter Höhe problemlos löschen. Ja. Wir haben da eigens dann Halterungen, Schlauchführung am Teleskopauslieger, damit er nichts scheiert, nichts klopft oder nichts abreißen kann. Ich kann wirklich im Einsatzfall Korb angesteckt, hingefahren zum Brandort und dann angeschlossen, auf Wassermarsch und los geht's. Genau. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie ist eigentlich die Bedienung und der Komfort von so einem Lader? Weil im Einsatzfall geht eh alles schnell. Aber wenn ich mir den halt kaufe für den Arbeitsalltag, und das sind ja Maschinen, die bei den Betrieben teilweise im Schichtbetrieb laufen, dann sollte ja das auch einen gewissen Arbeitskomfort haben. Schauen wir mal rüber zur Kabine. Das allererste Mal zur Kabine. Jeder, der unserem Kanal ein bisschen folgt, weiß, sämtliche Diages über 7 Meter Hubhöhe haben serienmäßig schon die Kabinenfederung. Hydraulisch, und zwar horizontal und vertikal. Also die Kabine federt eigentlich wie der feinste Traktorsitz. Das macht auch das aus, wo man ein Kunde, der halt mit einem Diage fährt, immer sagt, wow, was ist da anders? Ja, das ist genau das. Wir haben die Kabinenfederung, je nach Modell einen Schwingungsdämpfer dazu. Und das fährt sich dann wirklich wie ein Luftbett. Das muss man schon sagen. Und das ist eine Sache, die bei Diage richtig fein ist. Dazu nur ein Schalter für Räder in Geradeauslauf. Also wenn ich jetzt von Allradlenkung auf Zweirad auf Hundertgang-Lenkung umgestellt habe, habe ich einen Schalter, den drücken wir, lenken links, rechts, stellen sie die Radeln geradeaus, Sensor genau ausgerichtet. Hat den Vorteil, der fängt man beim Straßenfahren nicht zum Hupfen an, sondern wir fahren kerzengerad wunderbar dahin, ohne Reifenverschleiß und ohne Aufschau. Ist gepaart mit der Kabinenfederung, mit dem Schwingungsdämpfer. Da kann sich jeder ungefähr vorstellen, wie fein das zum Fahren ist. Zur Maschine selber. Icarus 4517. Icarus, die Modellreihe, wo es eben die drei Modelle gibt, die wir angesprochen haben. 4014, 4517, 6018. Dynamik. Ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Jeder herkömmliche Teleskoplader hat einfach nur einen simplen hydrostatischen Fahrantrieb. Die Edge wiederum geht her und sagt, passt, hydrostatischer Fahrantrieb ist top, aber es kann den Einsatz geben, wo wir richtig viel Leistung brauchen. Und da kommt jetzt unsere Dynamik ins Spiel. Die Maschine hat einen Bosch Rexroth hydrostatischen Fahrantrieb, sprich Fahrantrieb von Bosch Rexroth, und ist ein reiner Hydrostat. Aber wir haben am Fahrmotor ein Zweiganggetriebe drauf. Das heißt, wenn ich Leistung brauche, dann kann ich einen echten Getriebegang schalten und dann hat die Maschine die doppelte, wenn nicht sogar dreifache Schubkraft, weil wenn ich statt 40 km/h einen 10 km/h Gang schalte und ich habe die gleiche Motorleistung von 0 bis 10 km/h, dann hat die Maschine richtig Dampf. Das brauche ich in erster Linie, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel zum Erdenladen, zum Schoderladen, für die Sachen, da ist es unverzichtbar. Man kann schon mit dem 40 km/h Gang auch auflegen, nur es weiß ja jeder, der einen hydrostatischen Fahrantrieb kennt. Wenn man richtig Schub brauchen, muss ich auch richtig ins Gas einsteigen und dann geht ab und zu die Feinfühligkeit ab. Und wenn jetzt weiß ich, du einen ganzen Tag Schoder schaufeln oder Silo ausreißen, einfach arbeiten, wo wir viel Hydraulikleistung brauchen, viel Schubkraft und wenig Geschwindigkeit, dann ist natürlich das ideal.
Und beim DJ zeichnet es Dynamik aus. Da ist ein Shift-on-Fly-Getriebe drin. Das heißt, das Zweiganggetriebe hat die Bezeichnung Shift-on-Fly, weil wir unterm Fahren schalten können. Das heißt, wir können unter der Last kleinen auf großen Gang durchschalten, ohne dass zu irgendwelche Reibungen oder Leistungsverzögerungen kommt, sondern ganz im Gegenteil, mehr Power rauskommt und wir müssen nicht stehen bleiben und beide Pedale drücken. So, jetzt einmal zur Kabine. Was kann eigentlich die Kabine? Wie schaut es da drinnen aus? Da übernehme jetzt, glaube ich, immer die Kamera, dass man sich das vorstellen kann. Jetzt ist natürlich, weil die Maschine verkauft ist, auf dem Sitz das Plastik drauf, aber wir gehen das einmal durch. Auf der Seite sieht man, wir haben elektrische Spiegelverstellung mit Spiegelheizung. Das ist das Feine, gerade wie es oft ist bei so Industriemaschinen. Es sitzt ein großer Fahrer drauf, ein kleiner Fahrer drauf. Ja, dann muss ich mir die Spiegel einrichten, weil der Große sieht was anderes wie der Kleine. Und wenn ich da jedes Mal wem schreien muss, der mir dann drüben die Spiegel ausrichtet und auf der Seite die Spiegel ausrichtet, dann ist das natürlich ein bisschen anstrengend. Wenn das elektrisch geht, sitzt die eine und wir können sofort losfahren. Dann haben wir auch eine Spiegelheizung. Die schalten wir da ein. Das ist unsere schaltbare Stromsteckdose vorne. Wir haben hier auch elektrische Fensterheber. Das ist wichtig, wir haben eine große Seitenscheibe, die komplett nach unten fahren kann. Ich habe nicht mehr eine Seitenscheibe, die ich aufschmeiße, weil genau das eigentlich 90,9% der Grund ist, warum die Scheiben brechen, weil es entweder nicht ganz zu war oder zu fest Druck hat und dann hat es die Scheibe ausgebrochen. Gibt's da alles nicht. Wir werden die Bräder gar nichts. Wir fahren wir beim Auto die Scheiben elektrisch nach unten. Sieht man da ganz schön. Zack. Und genau so sollte es ausschauen, wenn wir fahren mit dem Teleskoplader. Und nach oben natürlich wieder genau das Gleiche. Hier zur Bedienung von der Maschine. Der Icarus hat schon das neue Display. Da haben wir alle Anzeigen drinnen. Angefangen von dem, was haben wir für Lastausladung, wie weit ist der Ausleger ausgefahren, der Auslegerwinkel, wie viel km/h fahren wir, Betriebsstunden, was ist mein Dieselstand, wie schauen meine Treibstoffe aus, Temperatur. Also sämtliche Hinweise haben wir direkt in dem Display. Gehen wir mal durch die ganzen Schalter, was wir da haben. Wir haben unsere Lüftung, die Lüftungsstufen, Klima aus- und einschalten, Temperatur. Das ist der Stützenschalter. Wenn ich den drücke, dann kann ich mit die zwei Stützenhebeln meine Abstützung vorne aus- und einfahren. Handbremse, ganz wichtig, bei allen DHs elektrisch, der Lader kann nicht trainiert werden. Wenn ich jetzt irgendwo stehe im steilen Gelände und ich vergiss die Handbremse zum Anziehen, wie die Maschine abstellt, Handbremse drin. Steige vom Vordersitz runter, nach 5 Sekunden zieht er automatisch die Handbremsen an. Wir haben vorwärts, rückwärts sowohl auf dem Power Shuttle Hebel als auch am Joystick. Wo wir es schalten, ist egal, da wo es uns gerade am besten taugt. Auf der Seite Radio, Zündschlüssel, Überlastschalter. Das ist unser Niveauausgleich, mit dem können wir die Maschine, den ganzen Oberwagen, nach links oder rechts neigen. Also wenn wir jetzt in abschüssigem Gelände stehen, dass die Maschine wieder gerade steht. Dann haben wir unsere Straßenbeleuchtung einschalten, Warnblinkanlage. Das ist der Schalter für Räder in Geradeauslauf, dass ich eben, wenn ich von Allradlenkung auf Zweiradlenkung auf Hundeganglenkung umgeschalten habe, dass ich meine Räder wieder ausrichten kann. Da drauf haben wir unsere drei Lenkungsarten, Allradlenkung, Zweiradlenkung, Hundeganglenkung, hat jeder DHG standardmäßig. Wir haben da einen Handgashebel. Auf dieser Seite haben wir jetzt, das ist Feuerwehrbedienung, da haben wir unser Blaulicht, Signalhorn, da ist die Spiegelheizung, elektrischer Stromschalter ganz vorne am Arm, also wir haben ja da vorne eine Steckdose, die können wir von der Kabine aus schalten. Da ist unser Handgas, jedes Mal drücken, fährt das Standgas um 200 Umdrehungen auf, nach unten genau das Gleiche. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Betonmischschaufel fahre oder ich habe irgendein Gerät drauf, das viel Drehzahl braucht und am Stand laufen soll, dann kann ich das einfach einmal so laufen lassen. Da ist unser Joystick, das ist das Feine, wir haben alle Funktionen, die wir brauchen, am Joystick drauf. Und zwar, da haben wir vorwärts, rückwärts, neutral. Das ist unser Teleskop am Ausschirm und Einziehen. Das ist unser Schalter für die Steuergeräte. Wir haben vorne drauf vier Hydraulikanschlüsse. Jetzt muss man sich das so vorstellen, ich hätte da eine Holzzange mit Rotator. Wie bediene ich jetzt einen Rotator und wie bediene ich die Holzzange? Hinterm Joystick, ich weiß nicht, ob man das da sieht, da drauf, links, rechts, so mache ich jetzt meine Holzzange auf zu, weil ich auf Funktion 1 bin. Und drücke das blaue Knöpfel, zack, schalte ich auf F0, dann bediene ich die anderen zwei Hydraulikanschlüsse. Sprich, einmal das Knöpfel drücke, so schalte ich um zwischen Holzzange und Rotator und hinten mit dem Zeigefinger kann ich das alles bedienen.
Habe ich ein Gerät wie eine Kehrmaschine, die einen Dauerdruck braucht, dann kann ich einfach mit dem gelben Schalter den 2 Sekunden drücken, dann läuft die Kehrmaschine auf Dauerdruck. Und da sieht man noch schön, da haben wir unsere Shift-on-Fly-Schaltung, schnell, langsam, wo ich quasi die Gänge schalten kann. Der Joystick hat einen kapazitiven Todmannschalter. Das heißt, ich muss nicht mehr da hinten irgendwo ein Schnapperl drücken, das dann nach einigen Stunden irgendwann einmal ausgeschlungen ist und dann geht er nicht mehr, sondern der Lader erkennt, ob meine Hand drauf ist. Da ist ein Sensor drinnen, der erkennt, ob die Hand am Joystick aufliegt. Wenn ich jetzt den Joystick so nehme, passiert gar nichts. Nehme ich den Joystick richtig in die Hand, kann ich alle Funktionen ganz einfach bedienen. Das ist eine Sicherheit, die übrigens jeder DJ standardmäßig drinnen hat. Hat den Vorteil, dass es einfach keine Fehlbedienungen gibt. Oder stellt euch vor, wenn man auf 17 Meter auf dem Arbeitskorb drauf und einer rempelt da beim Joystick an, ja dann viel Spaß da oben. Und so kann das gar nicht passieren, wenn wir anrempelt, passiert nichts. Erst wenn die Hand drauf ist, dann geht der. Auf die Frage, ja was ist denn, wenn der Sensor kaputt ist, dann haben wir ein Problem, oder? Nein, haben wir auch nicht, weil ich hinten zusätzlich einen Todmannschalter, den ich mit dem Finger auch schalten konnte. Also wir haben das doppelt abgesichert, dass wenn eine Funktion nicht gehen sollte, immer nur die zweite da ist, dass wir ja niemals das haben, dass wir irgendwo steuert werden. Ja, in der Feuerwehrausführung haben wir jetzt natürlich da hinten dann noch Funkgerät und einige Sachen drinnen. Das schauen wir uns aber speziell an, wenn es so weit ist, dass jemand eine Feuerwehrausrüstung braucht, weil das auch von Feuerwehr zu Feuerwehr ein bisschen unterschiedlich ist. Wichtig ist es, wir haben alle Möglichkeiten und wir können nahezu jeden Wunsch, den eine Feuerwehr hat, erfüllen. Und ein ganz wichtiger Wunsch ist natürlich, dass wir eine gescheite Übersicht haben. Jetzt stellt euch vor, wir haben eine Maschine 17 Meter Hubehechen. Wie sieht man eigentlich aus der Kabine? Schaut euch das bitte mal an. Jetzt mache ich da mal bewusst die Tür zu. So, und dann filmen wir mal wirklich einmal um die Runde in der Kabine. Seht ihr das? Da hast du eine Rundumsicht vom Feinsten. Beim Zurückschauen kommen wir noch kurz daher, da haben wir unsere Scheinwerferleiste. Da haben wir Scheinwerfer-LED nach vorne, Scheinwerfer-LED nach hinten, Scheinwerfer am Teleskoparm, Seitenscheinwerferpaket, Drahlicht, Heckscheibenwischer mit Scheibenheizung. Und jetzt kommt der Hammer. Das ist alles standardmäßig. Das ist eben das, was die EJ irgendwo auszeichnet. Es gibt keine abgespeckte Maschine, sondern die wichtigen Sachen, die man braucht, dass das Ganze einen Spaß macht, dass das Ganze gut funktioniert, die haben wir standardmäßig, serienmäßig schon auf der Maschine mit drauf. Genau. Die Hubgeschwindigkeit ist auch begeisternd, das können wir uns mal anschauen. Wenn wir jetzt da aufheben mit dem Lader. Wir können aufheben, ausschirmen, alles gleichzeitig und proportional. Ganz ein wichtiger Punkt. Ja, da sind wir so schnell weg, dass man gar nicht mehr hinsieht. Also gewaltige, ganz gewaltige Hubgeschwindigkeiten. Kurze Umschlagszeiten. Und eine perfekte Sicht aus der Kabine nach vorne. Und was natürlich immer wichtig ist zum Vergleichen, das Traglastdiagramm. Da sieht man jetzt ganz schön, wie ich es eingangs gesagt habe, 2,2 Tonnen hebt der Lader auf 17 Meter Auskuppen. Das ist halt schon wirklich was, was seinesgleichen sucht. Ja, dann schauen wir mal aus der Kabine raus. Nämlich, wie funktioniert eigentlich das mit dem Löschen für die Feuerwehr? Wir haben da drauf, je nachdem welche Art und welcher Hersteller, gibt es ja verschiedene Löschgeräte. Wir haben unseren Anschluss, wir koppeln Verlängerungsschlauch zusammen und haben dann am Lader direkt die Schlauchführungen nach hinten. Das heißt, die Schlauchführungen, die fahren mitten arm aus und dann ist der Schlauch komplett oben. Wir können mit dem Arm auch die Stromsteckdose mit rauffahren, die ist quasi auf einen automatischen Schlauchaufroller, dass es nach hinten zieht. Wichtig, die ist sonst abgekuppelt, nicht, dass wir die ein ganzes Jahr mitziehen, das Kabel wird kaputt, verschleißt, weil ich jetzt mal mitfahren muss. Wir hängen das Kabel ein, wenn wir es brauchen, dann haben wir das Kabel da und nicht, dass ein ganzes Jahr sonst mitläuft. Das ist sauber geführt, also die Führungen, die wir vom Schlauch haben, auch einmal nur nach hinten, 45 Grad nach unten und dann gehe ich auf meinen Löschanschluss und habe die Wasserzufuhr und oben kann es losgehen mit dem Löschen. Genau, hinten hat dann jeder DJ noch Anhängerkupplung, serienmäßig Straßenverkehrsbeleuchtung mit Typisierung. Wir haben die Anhängerkupplung drauf. Was wir da sehen, ist die Notabsenkvorrichtung. Jetzt stellt euch vor, ihr seid auf 17 Meter Hubhöhe um und einer hat beim Lader statt Diesel Mineralwasser eingeführt.
dann wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir das herausen haben und der sonst niederlassen darf von selber. So haben wir unsere Absenkvorrichtung, dann kann ich da einfach nach unten pumpen und kann sowohl den Arm einziehen, als auch den Arm niederlassen, kann man ganz einfach umschalten, ist eine ganz einfache Bedienung und dann sind wir im 0,nix wieder unten. Super freie Radläufe, da kann nirgendwo was hängen bleiben, einen gewaltigen Einschlag, also die Maschine dreht sich wirklich fast am Stand um, was man bei einer 17 Meter Maschine absolut nicht erwartet, wenn man sich das anschaut, was für ein kompaktes Fahrzeug wir da haben. Und Anbaugeräte technisch gibt es nichts, was es nicht gibt. Also die Standardgeräte, Palettengabel, Lasthaken, Arbeitskorb, Schaufel, das ist einmal nur ein kurzer Auszug, was es gibt. Wir haben dann die Möglichkeiten, dass wir Seilwände aufmontieren. Es gibt Gittermastausleger mit Seilwänden. Also im Prinzip ist es so, wenn ihr sagt, den und den Einsatz haben wir, dann finden wir die Lösung, dass wir das fahren können. Kehrmaschinen, sämtliche hydraulisch betriebene Anbaugeräte. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ihr habt es jetzt mitgekriegt, was der Lader alles kann. Die EG Icarus 4014, 4517 und 6018. Absolute Topmaschine. Beste Preis-Leistung. Wahnsinns-Hubkraft, Wahnsinns-Hubhöhe, Hydraulikleistung, Motorleistung ohne Ende, Vorgeschwindigkeit mit 40 km/h, 3,8 Liter Kubota-Motor mit 115 PS, über 100 verschiedene Anbaugeräte möglich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dürft ihr euch gerne jederzeit bei mir melden. Das war's von meiner Seite. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und kommt mal vorbei und schaut euch die scharfe Maschine an.